Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Heute mal ein etwas anrüchigeres Thema, und zwar wohin mit dem Abwasser. Hier bei uns im Isan auf dem Lande haben wir kein Abwassersystem. Wir haben also nur Frischwasser kommt und Abwasser, Schmutzwasser, musst du selber gucken, wie du das wegkriegst. Wie funktioniert das hier? Also auch mit der Toilette musst du dich selber drum kümmern, wohin mit den Feststoffen. Auch wenn bei meiner Frau nur Rosenblätter rauskommen, muss das ja auch irgendwo hin. Ne? Also, das funktioniert hier so. Hier kommt dann also der Güllewagen und pumpt das dann ab. Das kostet hier bei mir, Verrangpreis, denke ich mir mal, also ich habe schon gehört, das ist eigentlich billiger, aber bei mir kostet das dann 300 Baht pro Entleerung. Und das ist bei mir sehr häufig, also ich glaube auch bei mir ist hier der Tank nicht richtig installiert worden. Ne? Aber das habe ich nicht gemacht, das hat ja noch die Tante vorher noch jetzt gemacht. Sie sagt, sie hat alles richtig gemacht, aber es kann nicht sein, dass das innerhalb von 4 Monaten, 3 Monate wieder voll ist. Ne? Also das kann normalerweise auch nicht sein. Aber nun, wie dem auch sei, ich buddel das jetzt auch nicht aus, weil das kostet ja nur 300 Baht. Und dann soll er dann kommen und das dann absaugen. Wie äußert sich das Ganze denn? Das äußert sich halt so, die Toilette ist halt nicht mehr frei, es läuft nicht mehr sauber ab. Dann kannst du erst einmal probieren, hier mit einem Pümpel noch mal rein da, ne, und dann ein bisschen hinterher drücken das Ganze. Ne. Funktioniert ja dann okay, bis es irgendwann halt dann nicht mehr funktioniert und das Klo bleibt dann halt stehen, es läuft nicht mehr ab. Und im ungünstigsten Fall kommt es dann auch dann noch wieder dann oben aus dem Deckel wieder raus. Und das hatten wir jetzt gestern gehabt da. Ich sagte dann beim Essen da, aber was riecht das hier so komisch? Ne? Was riecht das hier so komisch? Ne? Ja, meinte meine Frau dann, der Nachbar ist irgendwie am Düngen. Ne? So, am Düngen, ja, okay. Oh, bis sie dann selber mal meinte, also riecht er doch ein bisschen extreme. Ne? Was könnte das denn jetzt da wohl sein? So, ne? Na gut. Dann ist er mal aufgestanden, hat dann geguckt und meinte sie, ja, hier, der Tank ist wieder voll, ne? Ja. Okay. Gestern den Typ angerufen, der kommt dann heute. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das Ganze funktioniert. Also eine Sickergrube sieht hier in Thailand so aus. Das geht ungefähr so 2 Meter tief rein. Und die ganzen Feststoffe von der Toilette und alles andere geht dann da rein und sammelt sich dann da und versickert dann normalerweise. Ich habe also bei mir in meinem Haus habe ich 3 Toiletten, also auch dann 3 Sickergruben. Und das ist jetzt diese hier, die wo dann Probleme macht. Das heißt, man sieht auch schon dann da, wenn da wo es so feucht jetzt ist, ne? Also dann kommt es dann da schon raus und läuft über. Und hier in dem kleinen Abfluss da, in dem da kommt dann der Schlauch rein und dann saugt er das dann aus. Gut, der Deckel ist normalerweise rund, aber wir haben ja das schon hier überzementiert, ne? Dass wir da langlaufen können an der Hauswand hier. Und normal ist das Ding rund, ne? Ist klar. Ja, da, schau her, da kommt er ja schon, guck mal. Wir haben jetzt 11:30 Uhr. 10 Uhr war jetzt Termin. Ah ja, ja, normal in Thailand, ne? Egal, bisschen Toleranz. Handbremse. Die Handbremse, ne? Sicher ist sicher. Ja, der war schon ein paar Mal bei uns, ne? Also der lange Schlauch kommt jetzt hinten rein. Der ist lang genug und dann wird lustig gesaugt, aber ich habe noch extra noch Pappe hier, weil ich weiß ganz genau, der Wagen, der leckt nicht Öl, also der schmeißt richtig Öl. Erstmal aufschrauben muss er. War nicht ganz einfach.
Ja, ich halte jetzt nicht rein, ne? Das tue ich jetzt euch auch nicht an, dass ich da mal reinhalte hier, ne? Aber Schlauch rein, selbst ansaugende Pumpe. Und dann gib ihn, ne? Und jetzt schlürft er hier, schlürf, schlürf, schlürf. Und dann geht sie in seinen Tankwagen rein, ne? Ganz einfach eigentlich. Aber die Pappe da unten drunter, die ist schon sehr wichtig. Die Pappe, ich zeig's euch jetzt nachher mal, wie voll Öl die nachher ist. Und das ganze Zeug hat einen Platz hier in Thailand für, also jetzt in unserer Gemeinde. Von der Operator, ne? Operator. Und da haben sie so einen Platz, wo man da die ganze Feststoffe abladen kann. Dann, ne? Wird also nicht irgendwo im Wald eingeladen, abgeladen oder was, ne? Sondern hat sie einen Platz, wo man das dann abladen kann. Wie der Platz aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. Die waren noch nicht da. Wie die ganzen da gelassen. Aber ist hier so in Thailand. Zwei Meter. Ja. Dann die Sand macht Thai, ne? Zwei Meter. Dann die Sand so viel. Dann okay. Diese Kacken weg. Dann put da. Dann die Wasser. Sehen, wie hat gesehen. Die Sand, die Wasser nach unten. Ach, so eine Art Filter dann? Ja. Okay. Dann die oben, die Kacken, schon trocken. Ja. Dann. Ach, da wird er auch noch verkauft. Ja, er hat gesagt, er muss putzen, dann sehen wir nicht. Nee, vom Oberdorf nach selber. Ah, das ist ja geil. Da siehst du, ja, da machen die mit Scheiße auch noch Geld hier. Da ist eine super Idee. Also es wird dann gefiltert, ja. Getrocknet, ja. Und dann wird es wieder verkauft als natürlicher Dünger. Ja. Kann ich meine eigene Kacke wieder kaufen als der Dünger? Weiß nicht. Ah, das ist ja auch nicht schlecht, du. Ja, die Thailänder haben schon Ideen, ne, Ecke, du. Dann könnte ich ja eigentlich gleich deine Rosenblätter ja hier im Garten auch verteilen, oder? Wäre das nicht auch schon eine gute Möglichkeit? Ja, you can that. What is that? Ich glaube, dann wachsen meine Mangos nochmal wieder besser. Ah, Affenbord. Oh. Gute Idee, oder? Ja, so ein Schlauch habe ich auch noch, so ein dicker Schlauch hier. Nein, du kannst sitzen mitten. Ach so, ich kann gleich hier am Stuhl sitzen. Ja, neben den Mangobaum und gleich. Ja, du vielleicht, ja, du, ja, aber ich doch nicht, nein. Ja. Jetzt kommt noch Nachspielen nochmal, jawohl, Nachspielen hier. Schön sauber machen. Und dann ist das schon wieder entleert. Guck mal. Und läuft's wieder. Horn. Hat gecheckt. Es läuft. Schön. Und vorher noch hat er noch eine Gummibaumplantage. Ja, dann um 4 Uhr, wenn Arbeiten fertig, dann muss um Arbeiten diese also in Sacko. Ja, Geld muss reinkommen. Aber er muss um Arbeiten jeden Monat 10.000 bezahlen für neue Auto, oder was ist das denn? Ja, das habe ich schon irgendwo in den Kommentar schon mal reingeschrieben. Ja, die Autos sind fast alle immer hier auf Kredit, ne?
Das ist so. Also hier, wie gesagt, hier, ich glaube heute nimmt er auch wieder 300 Watt, keine Ahnung. Und in Deutschland kostet sowas, sind wir bei ungefähr 200, 300 Euro, ne? In Deutschland. Weil das gibt sie auch noch vereinzelt, hat sie auch wohl noch, ne? Aber dann ist es richtig teuer, sowas in Deutschland, ne? Hier ist Standard, hier hat das ja jeder hier, ne? Bei uns auf dem Dorf. Es gibt nichts anderes hier, ne? In der Stadt vielleicht schon, in Sakuna Korn, dass die Abwasser haben. Korn, haben die in der Stadt Abwasser oder haben die auch so in der Stadt? Stadt wo? Sakuna Korn. Das sind sie in dieser Ort. Auch so? Ja. Also guck mal, ganze Stadt auch. Jeder hat so eine Klärgrube hier, ne? Fertig. Fertig. Schon fertig. Oh, ja, kommt noch. Ja. Dann wieder aufrollen, ne? Ganze wieder aufrollen und tschüss, Geld verdient. Ist nicht viel, ne? Muss man auch sagen, weil das Ding braucht ja auch Diesel, ne? Ist auch klar, du musst ja herfahren hier und während dem Ding, der muss ja auch arbeiten, ne? Die Pumpe. Er wird davon auch nicht reich. Auch wieder nichts. Was ist das jetzt? Für die Erde. Sorry, so sei. Zum die Erde. Das macht er auch. Also er macht doch den Abwasserschacht. Ah, gut, da muss ich aber arbeiten. Oder muss über, muss ne? Um die Joker, wie lang schon? Aus Bambus, ne? Klar, natürlich, Bambusding. Ja, natürlich, die harte Erde, ne? Wir haben die harte Erde hier. So, so. Oh mein Gott. Ja gut, tief kommst du damit schon rein, ist klar, ne? Also tief kommst schon rein. Das ist schön. Jetzt mache ich meinen ganzen Garten mit mir kaputt hier. Also er macht jetzt hier auch den ganzen Schacht. Ja. Hm. Hat auch was zu tun mit dem Spaten. Gut, Tor. Was kostet? Er muss gucken. Ach so. Die Erde schwerlich und nicht schwerlich. Ja. Ja, muss ich Erde. Aber ich mag keinen neuen mehr. Ich mag keinen mehr. Come on! Und 300 Watt und zwei Papaya hat er noch als Trinkgeld bekommen. Ja, das ist ein wenig Öllecken, ne? Ein wenig Öllecken. Der schmeißt Öl, also den nehmen wir nochmal. Ja, na gut. Wir kennen das schon, sonst hatten wir den diesen Fleck hier auf den Steinen sonst gehabt. Jetzt haben wir nur zwei kleine, naja, okay. Kriegen wir noch weg mit Spüli noch, ne? So, das war also jetzt mal ein etwas anrüchigeres Thema heute. Aber es muss leider in Thailand auch so sein. Und es gibt hier auf dem Land also keinen anderen Weg, um hier seine Feststoffe zu beseitigen. Ne? Also bei uns so auf dem Dorf und wie gesagt in der Stadt auch so, selbst in Sakuna Korn, kein Abwassersystem, keine Kläranlage. Muss dich selber darum kümmern. Aber Gott sei Dank, es ist problemlos und es kostet hier nicht so viel Geld, ne, wie in Deutschland. Gehen Sie eigentlich noch jetzt weiter ran mit die Kamera? Also du bist mir fast schon auf der Nase drauf, du. Na gut, also, das war's für heute. Viele Grüße, der Uwe und die Porn aus Thailand. Immer dran denken, Thailand liken, kommentieren, abonnieren. Gut, like, gut, share, gut, die Daumen, gut, subscribe, denn er kann, für den Gamlang, der Uwe, kann, kommt, kann. Tschüss, Leute. Wie Musik. Und tschüss.